Hallo liebe Freunde des Minecraft-Spiels, herzlich willkommen hier bei Oberspielt zu einer neuen Aufnahmesession auf diesem Kanal. Aufnahme Fraps läuft, Outer City läuft auch und wir haben auf Friedlich, nein, wir wollen schwer spielen. Okay. Ja, meine lieben Minecraft-Freunde, ich muss mich zunächst mal dafür entschuldigen, dass ich so einen fürchterlichen Fehler gemacht habe hier. Das ist mir aber auch erst aufgefallen, als ich das Video mir nochmal angeschaut habe. So, schaut euch mal an, wo die Fenster hier sind. Hier sind also drei Luft, da kommt das Fenster direkt an der Wand. Da könnte man noch eins hinsetzen hier, ist ja kein Fehler, aber könnte man machen. So, dann kommt so ein Dreier, dann kommt das Zweierfenster, hier kommt so ein Dreier, hier so ein Dreier, da ist der Eingang dort. Hier so ein Dreier mit Fenster drin, da ist der Eingang da rechts, beziehungsweise das Fenster. Und hier, was ist hier? Auf der anderen Seite ganz genauso. Das Fenster gehört dorthin. Und das werden wir gleich mal abändern. Wir haben Sandstein. Wir haben Fenster. Und das mache ich gleich mal hier alles weg. Damit es wieder richtig, damit es so aussieht, wie es mir auch selber zusagt. Nämlich richtig schön symmetrisch. So. Da. Weg. Und hier hin mit dem Ding. Mit dem Fenster. So, wir können theoretisch können wir hier so auch noch Fenster reinmachen. Ah, wie sieht das aus? Ja, das kann man so lassen. Hier nochmal ein Fenster hin. Ja, das ist dann wenigstens gleich zu dem da. Hier ist auch noch was falsch. Also ich muss das Fenster, das Dach hier anders ansetzen, habe ich bei der Aufnahme gemerkt. Also bei dem Foto, nachdem ich mich eigentlich richten wollte, sieht das ganz anders aus. Das können wir aber immer noch machen. So, jetzt sind wir also hiermit fertig im Prinzip. Wo ist die Sonne? Die Sonne steht hoch am Himmel. Meine lieben Freunde von Minecraft, liebe Abonnentinnen und Abonnenten. So, jetzt gehen wir mal hier hoch und schauen uns dieses Gebäude mal von oben an. Da kann man hier noch ein bisschen mit Holz arbeiten, ne? Mit hier so Halbstufen drauf, hier wieder so eine Stufe und so weiter. Das werde ich alles noch schön verbessern. Ja, was wollte ich sagen? Ich bin ein bisschen sprachlos vielleicht an diesem heutigen Tage, denn der ein oder andere hat es ja schon gemerkt, ich habe über 100 Abonnenten. Ach, da fehlt auch noch was, ne? Da fehlt noch ein Dachstück. Machen wir alles nachher. Ich habe über 100 Abonnenten und das freut mich natürlich. Und dieses Gebäude hier ist für die 100 Abonnenten die ersten, wobei ich dann nicht ganz sicher bin, ob ich sie alle erwische. Manche sind schon wieder draußen, manche sind gelöscht worden, manche... Und das YouTube selber ist da auch ein bisschen durcheinander. Erzählt heute 107 Abonnenten. Wir haben heute den 23., die Nacht zum 23. 107 Abonnenten. Ich habe angeblich 131 Abonnenten gewonnen, 29 verloren. Das sind nach Adam Riese 102. Das war zwar bis gestern, da hatte ich aber schon 105. Und dann
gibt es ja noch die schöne Liste, wo drin steht, wer Abonnent ist. Und wenn man danach zählt, komme ich auf 117. Also so ganz klar ist das nicht, was YouTube da macht. Aber wie auch immer, ich habe das folgendermaßen gemacht und ich werde jetzt mal etwas Brot essen. Ich werde heute Nachmittag hier mir mal anschauen oder euch mal zeigen, was ich mir sogar gedacht habe. Hier in diese Halle kommen die Namen derjenigen, die die ersten 100 Abonnenten waren. Und ja, ich fange mal einfach hier an mit so ein bisschen vorzulesen, und zwar nicht alle, sondern einfach mal so aus jedem einen hier draus. Zum Beispiel ganz oben angefangen, Munisig, Dankeschön für das Abo, Nazgul215, der immer so fleißig Kommentare schreibt, herzlichen Dank. Dann haben wir hier Olaf Opossum, ein sehr schöner Name, und wir haben Peter Griffin und RCT3 Channel 2 oder 3 Channel 2. Der würde sich sicher freuen, wenn ich Rollercoaster Tycoon 3 mal ein Let's Play mache. Dann Royaki Games, Royaki zweimal vertreten, Rex, Janni, vielen Dank für die vielen Kommentare, die jetzt etwas weniger geworden sind, aber du schaust hoffentlich noch fleißig. Und Sascha Drache, und wen haben wir hier noch dabei? Super Yoshi und Sahalo Freak. Ja, und Bergwerk Handwerk haben wir hier, Bier Records, ja, das Bier steht bei mir nebenan und blubbert vor sich hin. Blubberplay ist auch noch da, und das Engel, der Engel vom Dorf, Crafterbox und Danny Chiller. Vielen Dank für eure Abos und Kommentare. Wen haben wir noch? Die eigensinnige 89, die Trash-Tonnen, Fabian Griffin, vielen Dank für eure Abos. Ja, und Hassan Vorschuhe, Let's Play ist H4S und Huis Knecht. Herzlichen Dank, Kevin. Ich bin besser als du. Ich habe nicht die ganzen Namen immer drauf gekriegt, weil das Ding hier ist ein bisschen zu kurz geraten, das Schild, oder der Name ist zu lang, je nachdem, wie man will. So, dann haben wir hier noch Utopia, LPT, und hier rechts haben wir Banners und MeinwoPL, ja, ich kann leider kein Polnisch. Hello, thank you was heißt Abo? Fällt mir auch noch gleich ein. Ich kann kein Polnisch, danke für dein Abo aus Polen. Ich habe auch deinen Beitrag nicht lesen können, aber das macht nichts. Killer LP13, Let's Playermann, Malte Neumann, ja, ich kann nicht alle vorlesen. Mein Affen-LP ist insgesamt mit 3 Abos dabei. Thank you for your subscription, Mr. from Poland. Jetzt habe ich das Englische wieder im Kopf hier. Minecrafter Forever, Dennis Witt. Ach ja, haha, diese 4 bekommen von mir einen Ehrenplatz, weil die mich zeitlich vor Gronkh abonniert haben. Das fand ich ganz toll. Bei manchen kann man ja sehen, wann sie mich abonniert haben, bei manchen nicht. Dennis Witt, der Player 961, Knuckharter, unser Bad Gamer 1000 haben mich also abonniert, bevor sie Gronkh abonniert haben. Das hat mich doch sehr gefreut. Und diese hier haben mehr Abonnenten als ich. Und deswegen danke ich auch für das Abo. Das einmal das Super Siemens mit über 1000 Abonnenten. White Feelings auch nicht weit weg. Panzerpaulchen. DJ Rocky featuring irgend noch welche anderen DJs. Das passt auch nicht alles hin. The Carver, the iPod Mac Tutorial. Der macht vielleicht nur Tutorial-Videos. Ich habe es mir noch nicht so angeguckt. iCat. Kleiner Schreibfehler, da muss ein Y hin, na? Und die Jojo, und dann habe ich gesehen, dass auch Rojaki Games ein bisschen mehr hat als ich. Ist mir irgendwie durch die Lappen gegangen. Gehört hier eigentlich auch noch hin, aber naja, jetzt steht er hier zweimal untereinander. Wo ist er? Da. Alle euch herzlichen Dank für eure Abos. Und ich hoffe, dass ihr dabei bleibt, und vielleicht kommen ja noch welche dazu. Ich werde jetzt bei 1000, ja, dies hier habe ich offline gemacht, ne, ist klar. Ich kann euch jetzt nicht zumuten, hier so 2 Stunden Let's Play oder Let's Write irgendwelche Schilder, ne.
Das kann ich nicht machen. Das kann ich euch nicht zumuten. Deswegen habe ich das offline gemacht. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Das denke ich doch, dass ihr mir das nachseht. So. Jetzt gehen wir mal rein und dann werden wir diesen Tempel mal so ein bisschen noch verschönern. So, bis gleich. Und da sind wir wieder. So, die Zahl von Fraps steht jetzt links unten irgendwie. Irgendwie habe ich auf einen Knopf gedrückt. Auf einen seltsamen Knopf. So, was müssen wir machen? Ich wollte hier den Baum noch abholzen. Ich wollte hier... Ja, damit ich hier alles mit Dings auslegen kann. Mit Tropenholz habe ich nämlich hier nicht mehr. Ich habe auch keine Schaufel. Habe ich denn noch eine Eisenaxt? Auch nicht viel. Ich glaube, ich mache erstmal mir ein paar Werkzeuge. So, Werkzeuge. Ach ja, hier können wir ja auch nochmal was machen. Aber erstmal machen wir das Ding fertig da. Werkzeuge, habe ich denn da noch was drin? Ich habe noch Steinäxte. Vielleicht sollte ich die auch mal aufbrauchen. Könnte sein, dass das dann schon reicht hier. Das sind 4 Stück, aber da brauche ich keine mehr. Das reicht völlig. So. Erze, ja, Eisen, Redstone, Gold, Diamant. Naja, meine Diamantspitzhacke geht auch dem Ende entgegen. Es gibt ja jetzt Erfahrungspunkte, wenn man unten auch was abgräbt. Also ich habe jetzt 12, bin jetzt auf Level 12 mit den Erfahrungspunkten. Moment, was wollte ich mir noch für Steine holen? Steine, zum Beispiel Steinziegel und da Treppen draus zu machen. Dann brauchte ich Sandstein und... Oh, da haben wir nicht mehr viel. Da haben wir nicht mehr viel. Also muss ich auch noch in die Sandmine heute. Okay. So, mal sehen, ob wir uns jetzt wieder wie Tarzan da hochschwingen können. Nehme ich erstmal die Steinaxt. Ja, hier Treppe runter. Genau, die geht dann da zum Teilchen und kann dann genau mit dem einen Weg, der da oben lang geht, das passt sehr gut. Ich habe ein bisschen Erde dabei, das ist ganz sinnvoll hier. Dann kann ich nämlich hier meine Hupsa. So, jetzt bauen wir uns hier wieder so eine schöne Treppe nach oben. So, Treppensteigen ist ein bisschen seltsam, wenn man hier gleichzeitig ein paar Lianen herumhängen hat. So, komme ich denn da jetzt da oben hin? Ich bin immer noch nicht da. Also da kann ich hoch. Okay. Ja, dann machen wir das so und dann hauen wir das weg. Und dann können wir anfangen, von oben diesen Baum auch abzukloppen. Ne? Oder abzuklopsen, wie auch ein bekannter Let's Player zu sagen pflegt. Kelturio, den ich auch sehr gerne... Ich schaue im Moment allerdings leider etwas wenig. Leider muss ich sagen. Für mich selber leider. Der macht nämlich sehr gute Let's Plays und ist auch ein ruhiger Zeitgenosse, eher so wie ich.
Opa Opa ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber ich glaube nicht. So. Ach, man könnte... Oh, das ging jetzt aber flott. So. Könnte mal auf sein Alter gucken, wenn er das bei der Videobeschreibung hat. Bei der YouTube-Beschreibung. So, ist hier noch irgendwas? Hängt hier noch etwas Holz herum? Manchmal tut es das ja, aber... Hier offenbar nicht. Aber hier könnte noch so ein Ast hängen. Na, ich wollte erstmal die Steinäxte nehmen. So, du armer Tropenbaum. Dir geht es jetzt an den Kragen. Ich glaube, die Tropenbäume wachsen jetzt auch. Also die Tropenbäume wachsen, weil ich sage, die Tropenbäume wachsen jetzt ein bisschen anders. So wie ich gelesen habe, sollen jetzt auch die Äste so quer wachsen können. Wir hatten ja schon mal gesehen, dass man jetzt auch so Äste querlegen können. Das war der da hinten. Ah, schaut mal, das sieht doch schick aus von hier. Irgendwie. Aber das eine Dach ist noch verkehrt und da fehlt noch was. Naja, wir müssen da noch ein bisschen was machen dran, damit das auch wirklich ein sehr schöne Gedenkstätte oder Gedenkstätte, ich tue ja so, als wärt ihr gestorben, eine sehr schöne Stätte für euch ist, dass ich also immer, wenn ich das sehe, an die ersten 100 Abonnenten denke und wenn ich dann mal diese Map jetzt so runterlade, nein, hochlade, so, ihr ladet die dann runter, so ist es richtig rum. Dann könnt ihr da ja auch gucken, wen ich da drauf geschrieben habe. Ich weiß nicht, ob ich den Schreibfehler da noch ändere. Keine Ahnung. Aber... Ach, hier sind schon ein paar Dinger heruntergetropft. Ein paar Saplings oder Setzlinge. Setzling, ja. Okay, einmal so, wie spät ist es? Nachmittags. Wieso geht eigentlich die Zeit so schnell um immer hier? Das ist ja fürchterlich. Huch, ach so. Ja, hatte ich ja selber gemacht. Wobei... Das hier zwar sehr schön ist, aber das hier gefällt mir irgendwie nicht so ganz. Wir wollten ja hier unsere Küche hinbauen und dann hier müsste dann so ein Esszimmer hin oder irgendwie sowas. Aber da werde ich, glaube ich, die hier eher abschließen und die wieder wegnehmen. Nehme ich das Ding gleich mal weg hier, mal gucken. Und dann werden wir das auch mit dem Fußboden so machen, dass das dann passt. So, das hier weg. Dann würde hier so eine Steinziegel-Ecke hinkommen. Mal sehen, wie das ausschaut. So schaut das aus. Ah ja. Das ist doch schon mal ganz nett. Müssen wir hier noch alles rausrupfen. Beziehungsweise bis hier, oder? Machen wir hier bis hier Stein. Können wir auch machen. Haben wir hier Cleanstone bis hier, oder? Stone Brick. Huch. Ah ja, das ist ja die Decke von der Fernsehecke. Okay. Ja, das sieht irgendwie besser aus als dies Verwinkelte hier. So, dann mache ich also hier dann so eine Art S. Ja, da wird nämlich die würde die Wand auch stören, wenn man also hier so eine S-Ecke hinmacht oder so ein S-Tisch, S-Raum, S-Saal. Und dann hier vielleicht die Küche und vielleicht könnte man ja hier noch was ziehen, so eine Mauer, die dann
hier vielleicht, irgendwie, ich werde das mal hier mit diesem hier mal markieren, testweise. Das Blau stört mich da irgendwie schon. Oder ich mache das hier alles ein tiefer. Dann kann ich hier nämlich noch eine Decke da drunter ziehen. Ohne dass ich mir den Kopf einstoße. So. Ja, dann machen wir da doch Küchen. Muss man hier noch ein bisschen ausarbeiten. Okay. Ach Rex, schönen guten Tag. Was hast du dazu? Wir haben 100 Abonnenten. Nein, du nicht, ich. Aber gefällt dir das auch? So, ich gehe da mal ins Bettchen. Wieso? Ist doch schon nachts, oder? Ist noch nicht nachts. Ach. Wenn ich jetzt irgendwas anfange, dann ist bestimmt nachts gleich. Aber jetzt muss doch nachts sein. Aber habe ich denn jetzt auf schwer? Okay. Ich habe auch schwer gestellt, das ist gut. Jetzt ist auch nachts. Wunderbar. So. Irgendwelche Monster gespawnt? Nein. Oh, draußen tobt ein Gewitter. Was heißt tobt? Im Moment. Es ist eher nur ein fernes Grollen. Ja, das war doch die Tage, war das fürchterlich heiß hier. Also wir hatten hier in der Wohnung über 30 Grad. Kein Wunder, wenn es draußen 38 sind. Und dann ist hier tagsüber auch ziemlich warm drin. Und dann hatte ich noch frühen Nachtdienst am Samstag auf Sonntag. Oder Sonnabend auf Sonntag. Wie man will. Und ja, das war dann natürlich gut, ich habe bei der Arbeit, an dem Arbeitsplatz habe ich eine Klimaanlage gehabt, aber ich musste dann Sonntag, ihr wisst, Sonntag, ne, das war der Tag mit den, was ist denn jetzt, ach, ich habe alles voll. Okay. Dann tun wir mal die Pilze raus und schmeißen mal hier irgendwas rein, was wir jetzt im Moment nicht brauchen. Zum Beispiel die Setzlinge. Und dann kommen die Pilze ja gleich wieder angeflogen. Da sind sie. Wunderbar. Das sieht ja jetzt hier so aus wie bei mir, wie bei Gronkh. Also. Ach so, ja, ich musste natürlich für die Schilder, das sind ja, ich weiß nicht, wie viele Schilder das sind ja etliche Schilder, das ging ja nicht so einfach, weil ich gucke immer so ein bisschen nach links, weil es da blitzt. Das ist ja nicht so einfach, diese Schilder zu machen. Das heißt, zu machen ist relativ einfach, aber du brauchst ja auch entsprechend Holz. Und da musste ich natürlich vorher Holz kloppen. Und das Holz habe ich da hinter dem Berg gekloppt. Dahinter, da ist, geht's dieser Dschungel, dieser Sumpf geht da rum. Da wachsen Buchen, heißen die, ja. Genau, also richtige Laubbäume, obwohl es eigentlich Mangroven sind, denke ich mal. Heißen sie Buchen. So, was wollte ich? Ich wollte mir eine Schaufel machen. Habe ich denn da Platz? Ach, das ist aber alles sehr schön. Ja, eine Schaufel. Ja, das ist aber wieder. Ah,
Also ich brauche die Fenster, brauche ich ja nicht. Das kann erstmal weg. Ich finde das immer so fürchterlich, wenn die Leute so ein tierisch volles Inventar haben und mit diesem tierisch vollen Inventar in Höhlen gehen, um was weiß ich zu farmen, ja. Und so habe ich jetzt. Nein, ich habe keine Schaufel. Und dann wundern sie sich, dass sie nichts mitnehmen können. Weil ihre oh, der war laut. Der war hell, wollte ich sagen. Der Blitz könnte gleich krachen hier. Ich hoffe, dass der Computer noch mitmacht. Aber das ist immer noch weit weg. Nicht, dass der Strom ausfällt gleich. So, jetzt wollen wir hier mal weiter den Boden verlegen. Das ist eine schöne Aufgabe, die wir jetzt heute machen können. Gewitter draußen und hier Let's Play mit Opa. Ups, ach, muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht reinsegle. Ah, eben hat das Licht geflackert. Na, 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 na. Aber das sind nur kurze Gewitter, die ziehen, wenn man das also auf dem Wetterradar sich anschaut, ziehen die doch relativ zügig vorbei. Ja gut, kann trotzdem der Strom ausfallen. So, reicht denn das Holz hier? Eine gute Frage. Ich habe noch 19. Das reicht natürlich nicht. Habe ich noch welche? Tropenholz. Ja, ich habe noch 51. Ach, da ist ja noch ein Stack. Okay, dann reicht das auf jeden Fall. So, dann haben wir den Raum ansprechend gestaltet. Da können wir dann noch Türen hinsetzen, wenn wir wollen. Wenn wir mal Glowstone haben, können wir auch da oben Glowstone einbringen. Irgendwo unter der Decke. Das sieht auch sicher ganz klasse aus. Vor allen Dingen im Dunkeln. Und da traue ich mich eh nicht raus. Wegen der Monster. So, ja, ich wurde gefragt von einem Zuschauer, wann ich denn mal mit einer höheren Auflösung meine Videos reinstelle. Nun, bei der derzeitigen Internetverbindung, die nicht so das Dicke ist, ne? Da fehlt noch einer, so. Werde ich das gar nicht machen. Sondern da bleibt das halt bei der aktuellen Auflösung. Wieso ist hier eigentlich so ein Dings? Also da wollte ich irgendwie Sandsteinmauern hinsetzen, glaube ich. Okay. Habe ich denn noch Steinziegeltreppen? Gleich mal gucken unten. Also bei der derzeitigen Geschwindigkeit des Internetzugangs nicht. Ich muss berufsbedingt Ende des Jahres umziehen. Wann genau, weiß ich noch nicht. Kann im Herbst sein, kann im Winter sein. Das hat dann zwei Sachen zur Folge. Die erste Sache, die es zur Folge hat, ist, dass ich, da ich in eine größere Stadt ziehe, die etwa, naja,
8 bis 10 mal größer ist als die, wo ich jetzt bin, kann es also auch sein, dass dort die jetzige Stadt hat so, naja, 5.000, 6.000 und die andere, die hat, glaube ich, 50.000. Die nächste, die neue dann. Und da kann es natürlich sein, dass die, was mache ich denn hier? Hin und her rennen, planlos. Ich wollte doch Stufen machen. Steinziegelstufen. So, machen wir 20, okay. Da kann es dann natürlich sein, dass ich dann dort einen besseren Internetzugang habe in der neuen Wohnung dann und dass ich dort dann auch vielleicht ein bisschen höher aufgelöste Sachen hochladen kann. Im Moment geht das noch nicht. Ich brauche also für ein 15 Minuten Video brauche ich, glaube ich, 4 Stunden in der Auflösung, wie ich sie jetzt aktuell habe. Und wenn ich, sagen wir mal, eine doppelt so scharfe... da ist noch einer. Eine doppelt so scharfe Auflösung nehme... Doppelt so scharfe Auflösung, doppelt so hohe Auflösung. Dann würde ich wahrscheinlich, kann man sich ja ausrechnen, ne? Nicht 4 Stunden, sondern 8 Stunden brauchen für 15 Minuten. Also vielleicht habe ich ja dann in der neuen Wohnung dann ein bisschen bessere Rahmenbedingungen und kann dann dort vielleicht ein höher auflösendes Video. Ich bin immer so ein bisschen aus dem Fenster gucken hier. Deswegen rede ich nicht so flüssig wegen diesem blöden Gewitter da draußen. Wegen dieses blöden Gewitters heißt das ja, glaube ich. Richtig. So, wo ist der Haupteingang? Da. Ah, da passt das natürlich noch nicht. So, so ein Sandstein reicht auch nicht. Dunkel wird es auch schon wieder. Sterne sind schon am Himmel. Dann aber mal schnell rein in die gute Stube. Und schlafen gelegt. Rex, gute Nacht, schlaf gut. Rex, so, noch sind keine Monster draußen, hoffe ich. Und da sind wir wieder und mal gleich weiter, damit wir hier zügig dieses Ding fertig bekommen. So, dann mal hier jetzt Treppe runter. Das kann man wieder wegkloppen. Und hier machen wir dann unsere Steinziegelstufen hin. Upsa. So nicht, so auch nicht. Ach Gott, ja, man muss jetzt so aufpassen hier mit den Dingern. Zum Glück kann man sie jetzt ein bisschen leichter abkloppen. So. Schön gucken, wohin. Genau, unten anvisieren. Aha. So. Dann wären wir also hier an der richtigen Stelle. Hier kommt dann der Weg hin. Hier könnte man noch ein bisschen bisschen Sandstein hinpacken. So. Ah, da fehlt natürlich dann der Aufstieg.
Was ist denn das für eine dunkle Höhle? Die machen wir mal weg. Das heißt, das machen wir auch mal weg. Da ist das schon wieder so ein Ding. So. So sieht das doch dann einigermaßen akkurat aus hier. Und damit hätten wir dann hier den Zugang auch. Fertig. So. So, das wird also dann hier der Treppenaufgang. Hier geht es dann herunter zum Bergsee hier unten. Na, das ist der Bergsee, ist so eine. Oh, hier ist einfach der Weg. Wo lassen wir den denn weiterführen? Hier runter irgendwie dann. Müssen wir mal sehen. Wir bauen es ja so etappenweise vor. So einen richtigen 100% Plan habe ich dann nicht. Wo kommt der denn her? Ist da irgendwie runtergefallen von oben oder was? So, alles mal einsammeln. Ach, das war bestimmt der, den ich hier abgekloppt hatte, genau. Oder als ich mich hier durchgegraben habe, das kann auch sein. Ja, jetzt muss ich mal sehen. Jetzt werden wir hier mal Tropenholztreppe, genau. Jetzt werden wir hier mal so Pfosten da draufstellen. So, 3 hoch, ne? Ah, irgendwie klappt das nicht. Dann nehmen wir mal so eine Hilfserde. So, nochmal hier auch. Hilfserde-Klotz hin. So. Dann haben wir also hier so einen schönen Durchgang. Wie sieht das denn auf der anderen Seite aus? Da müssen wir das so ähnlich machen. Da kommen wir jetzt allerdings dann mitten hier hinein. Aber das ist eigentlich ja Wurst der Piepe. Könnte man direkt hier noch so ein Ding dahin machen, damit das so wie gewollt aussieht. Man könnte auch hier noch, ja, man könnte eine ganze Menge, so. So sieht das jetzt aus. Da muss ich mich dann mal hochbauen. So, jetzt müsste man nämlich hier so ein Dach hinsetzen. Autsch. So, wunderbar. Behelfstreppe. Und hier wieder so ein Dach hinsetzen. Das kann weg. Dafür werden wir dann auch das nochmal wegkloppen. Und diese beiden auch. So. Jetzt mal hier eins hin und hier eins hin. So, das weg. Schauen wir mal, wie das wird. Ich bin da auch sehr gespannt. Also die schon recht komplizierte Dachlandschaft wird nicht wesentlich leichter jetzt. Wird auch weiterhin kompliziert sein. So, das ist schon mal sehr schön. Das passt auch zusammen.
Und hier auch noch. Und jetzt gucken wir uns das mal von unten an. Ja, noch stört den. Ja, das war jetzt eigentlich so nicht gedacht. Aber das ist jetzt egal. Jetzt haben wir es halt so hoch gemacht. Oder? Doch, passt ja doch. Sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Natürlich sieht man das von hier schlecht. Das ist auch bei den Tempeln in Thailand so, dass, ja, das sieht ja schon mal besser aus. Da oben müssen wir dann den Übergang noch ein bisschen hinkriegen. Doch, das kann man so lassen. 1, 2, 3, da haben wir das 4 hoch gemacht. Das müssen wir auf der Seite auch so machen. 1, 2, 3, dann kommt also das Dach oben auf dieses, auf die Erde. Das hätte ich beinahe gesagt, Plastik. Naja. Auf die Erde, so. Die hauen wir alle weg. Den auch. So, nochmal hoch hier. Ja, ich bin jetzt wieder etwas schweigsam, weil ich wieder konzentriert am Arbeiten bin. Jetzt geht das hier in die Hose, aber noch geht es sehr gut. So, den mal weg. Den mal weg. Und hier dann nochmal. 1, 2, wie viel habe ich noch? 52, das reicht. Reicht dicke, dicke, dicke. So, damit kann man dann noch was anderes machen. So, das haben wir erstmal fertig hier. Schauen wir uns das mal von unten an. Da sollte dann noch so ein Ding hin und hier nehmen wir die beiden weg. Und tun das dann dahin. Und wo ist mein Futter? Da. Und schon wieder wird es Nacht. Das ist ja schlimm. So, wie sieht das aus? Also das ist ja nun natürlich schon ein sehr bombastischer Eingang. Der gefällt mir. Der kann so bleiben. Erstmal mal hier die Erde weggraben. Hier unsere. So, dann schaue ich mir das hier nochmal von unten an. Autsch. Ja, das sieht doch schon nach was aus. Freunde, das ist für euch, gell? Für die 100 Abonnenten. Es sind wahrscheinlich ein paar mehr, die ich da eingetragen habe. Ich habe einfach mal von irgendeinem Tag genommen, als die 100 durch waren. Und das können jetzt 102, 103 sein. Ich weiß es nicht. Es sind ja 117 in der Liste gewesen. Ich zähle noch gleich mal durch. Sind also wesentlich mehr, wahrscheinlich als 100.
Wollen wir doch mal zählen. Trotzdem nenne ich das dann die Halle der 100. Das sind also, die kommen dann am Schluss. 8, 1, 2, 3 mal 8, 4 mal 8, 5 mal 8, 6 mal 8, 7 mal 8, 8 mal 8, 9 mal 8, 10 mal 8, 11 mal 8, 12 mal 8, 88, 96, 101, 105 müssten es sein ungefähr. Macht ja nichts, ne? Das sind halt 105 und keine 100. Trotzdem ist das für mich die Halle der 100 Abonnenten. Müssten wir hier eigentlich noch irgendwie dran schreiben. So, hier sieht das jetzt nicht so beeindruckend aus von der Seite. Aber das passt dann wenigstens symmetrisch mit dem Dach. Ich muss dann mir nochmal nachher den Film nochmal angucken, ob das dann also auch wirklich so alles passt. Manchmal sehe ich das ja immer erst, beim zweiten Mal. Ja, und das können wir so lassen als Durchgang. Hier könnte man auch Türen vertragen. Ach ja, ich wollte ja auf dem Dach noch. Genau. Das machen wir doch gleich. Denn das sieht man ja doch von unten. Da machen wir hier mal ein paar Verschönerungen hin. Und hier ganz genauso. So. Und ich habe mir doch noch Halbstufen gemacht, oder? Oder nicht? Oder doch? Oder wie? Tropenholz-Halbstufen? Habe ich nicht. Das ist schlecht. Okay, dann müssen wir halt nochmal. Kann ich von hier aus? Wäre jetzt sehr schön. Nein, kann ich nicht. So. Tropenholz, Halbstufen, da sind sie doch. Oh. Ach Mann. Ich wusste doch, dass ich sie gemacht hatte. Das heißt, ich wusste es nicht, dann hätte ich es ja gewusst. Mir war so. So sind sie jetzt wieder da. So. Manchmal ist einem so, dann, als ob man etwas schon gemacht hätte und dann soll man wirklich auf seinen inneren Schweinehund hören, sozusagen. Der sagt einem schon dann das Richtige. So. Jetzt sieht das ja schon mal sehr gut aus. Jetzt könnte man hier direkt noch. Das werde ich jetzt mal testen. Wenn man jetzt hier diese richtige Tropenholzbretter hier reinpackt. Wie das ausschaut. Von außen sieht das natürlich sicher sehr gut aus. Ich gar nicht groß zu gucken. Das sieht von außen besser aus als von innen. Von außen besser aus als vorher. Aber wie sieht es von innen aus? Fällt eigentlich gar nicht so auf, ne? Hier wird es auffallen. Da tut man also dann da Holz rein. Das ist ja eigentlich wurscht. Das sieht ja eigentlich auch. Ich mache das aus Holz hier, die Ecken. Kann man die auch von innen. Ja, sicher. Ei, dann mache ich das jetzt von innen. Und dann haben wir es doch. Haben wir es doch. Alle mal wegkloppen. Da komme ich komischerweise nicht dran. Aber bei denen. Ah, hier ist auch noch was. Richtig. Da müsste dann da auch was sein, aus Symmetriegründen. Genau so ist es.
So, zack. Ja, da muss ich gleich nochmal hochklettern. So. Ja, das muss auch noch weg. Machen wir das mal so. Was ist das? Nee, das ist schon in Ordnung. Das lassen wir auch so. Aber die hier, die nehmen wir mal da weg und den noch dahin und den noch weg. So. Ach, hier fehlen noch welche. Habe ich die auf der Seite auch vergessen? Ja. Welche sind denn das dann? Das müssten die da sein. Die da sein. Die da oder die da? Habe ich sie da auch vergessen? Ach, der da. Ja, das sind immer die letzten hier. Sozusagen direkt zwischen den Fenstern. Direkt zwischen den Fenstern, also der da. Ja, richtig. Ach, jetzt komme ich da gar nicht mehr hin. Na. Okay, nehmen wir den mal da raus. Hier sieht so aus, ja. Können wir gleich mal wieder die. Oder tun wir die Lampen mal dahin. So, hier dann noch. Zack, danke. Und auf der Seite auch noch. So. Ach, was ist denn da? Dann bleib doch da hängen, wenn du willst. So, wie sieht's aus? Mal schauen. Ach, da oben sind auch noch welche. Und hier unten auch noch. Zwischen den Fenstern, das ist wahrscheinlich dann der jeweils, genau. Da ist so viel zu tun hier mit dem Ding. Glaubt man gar nicht. Immer noch wieder findet man so kleine Mucken. Die nächste Mucke, die man findet. Macke. Erstmal hier ab. Die Dinger mitnehmen. Hallo. Der hängt da irgendwie fest. Ah, jetzt ist er. So, jetzt wollen wir hier mal Holzchen machen. Und wie sieht's hier aus? Da fehlt uns noch was. Der da oben, den können wir jetzt lassen. So, dann ist es wahrscheinlich auch gleich wieder. Ja. Man kommt also zu nichts, ja. Nur diesem komischen Dach hier sitzt man
tagelang herum. Ja, so geht's auch. Ich wollte eigentlich oben ab, aber ist egal. So, dann machen wir das nochmal schnell weg und dann werden wir hier Holz einsetzen und hier dann. Jawohl, jetzt gucken wir uns das mal von unten an. Sammeln nochmal den ganzen Müll auf, der uns da reingefallen ist. Ach ja, so ist er auch nicht schlecht. Hat man hier so diesen geraden First aus Sandstein da reingezogen. Und der Rest so aus einer Mischung Sandstein und Nicht-Sandstein. So, dann wollen wir mal schnell ins Bettchen gehen. Zack. Nicht, dass noch irgendwelche Monster uns das schöne Teil da wegsprengen. So. So, wir haben ja doch einiges geschafft, ne? Erstmal natürlich das, was ihr nicht gesehen habt. Das Anbringen der Schild, aber wir haben den Weg hier geschafft. Wir haben das Dach jetzt soweit ordentlich gemacht. Ich gucke mir das nochmal von hier an. Oh ja, ja. Huch. Jetzt habe ich mich erschreckt hier. Das war mein Computer, der hat ein bisschen gerappelt. Da dachte ich schon, da kommt eine Grippe angelaufen. So, so sieht es doch besser aus, als wenn es über Eck wäre. Das muss ich schon ehrlich sagen. Ja, und ich hatte mal in einer Kopie, das ist schon ein bisschen her. 48 plus Dach. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich hier Stufen aus Cobblestone habe. Ich wollte ja das Dach ein wenig vorziehen. Das heißt, wir nehmen erstmal den ganzen... hallo Rex. Da wollte ich gar nicht hin. Habe ich die Ausfahrt verpasst. Hier sind wir richtig. So, haben wir noch. Wir haben noch Steintreppen. Das ist sehr schön. Tun wir mal das so lange hier hoch. Was brauchen wir denn alles nicht? Den Sandstein brauchen wir jetzt im Moment mal nicht. Wir brauchen die Holzkrimskrams. Kann ich erstmal wegtun. Fichtenholztreppe könnte ich gebrauchen, eventuell. So, ne? Scheren haben wir auch noch einen ganzen Schwung. Die Erde brauche ich auch erstmal nicht. Ah, was ich vorhin, oder es ist jetzt schon wahrscheinlich ein paar Folgen her gesagt habe, ich finde das immer sehr... nicht irgendwie... nervig, aber es ist schon manchmal seltsam, wenn Leute in Minen reingehen und dann ein volles Inventar haben und es gar nicht merken. Die trauen sich nicht, irgendwas wegzulegen und dann gehen sie in Minen rein und ja, finde ich immer sehr, denke ich auch immer, Mensch, tut doch mal was weg, tut doch mal was weg und dann müssen sie Sachen wegschmeißen, ja. So auf ihren Minengängen, die sie vielleicht doch noch gebrauchen könnten, eventuell. So, ich wollte hier mal so ein bisschen Kunst am Bau machen. Kunst am Bau machen.
So, schauen wir mal, wie das aussieht. Das heißt, ich weiß ja schon, wie es aussieht. Ich habe ja schon mal in einer Kopie, allerdings war das schon ein bisschen her, wo ich mich ein bisschen mehr noch mit dem Hotel befasst hatte, habe ich das mal getestet. Da hängt schon wieder was rum. Mal sehen, ob der mit runterfällt. Nein. Na gut, so, dann ziehen wir das Dach nämlich mal vor. Eigentlich ist das ein bisschen blöd mit dem Vorziehen hier, weil das jetzt direkt über den Fenstern hängt, aber dadurch, dass ich hier diese Halter da, diese Dinger da hingesetzt habe, bei einer Hose wird man sagen Abnäher, ne? Oder irgendwie sowas, Nähte, keine Ahnung. Also diese Stützen, sag ich mal so, hoppsa, diese Stützen dahin gepackt habe, sieht das dann doch wieder ein bisschen besser aus, als es ohne die Dinger aussähe. Und wenn ich jetzt noch mir meine Fichtenholzdinger daher nehme, mal sehen, wie das aussieht. Das sieht natürlich jetzt nach nichts aus. Das sollte Ton in Ton sein. Okay, dann machen wir hier noch so Holzstufen drunter, die dann so umgekehrt sind. Und vielleicht auch unter den Fenstern. Ich mache das jetzt mal testweise doch nochmal hier bei dem einen. Damit man so sieht, wie das... Ja, das sieht doch mal nicht schlecht aus. Das nehmen wir doch mal. Ich habe, als ich die Bäume gefällt hatte für die Schilder da oben drin. Ah, hier brauchen wir das nicht machen. Als ich die Bäume gefällt hatte für die Schilder da hinten, da habe ich natürlich auch unheimlich viel Holz noch übrig gehabt. Moment mal, wo habe ich denn das Holz, was ich da übrig gehabt hatte? Das müsste ich doch noch haben. Oder habe ich es? Nee, ich habe es, glaube ich, da hinten in eine Kiste getan. Genau, so wird es sein. So, dann machen wir hier auch nochmal jeweils die Dinger dahin und dann die Holz, die Steinstufen halt nicht abtreiben. Es gibt ein Abtreibeverbot hier. Was meinen wir wohl? Natürlich nur den Fluss. So, da haben wir noch welche. Genau, dann nehmen wir einfach mal, machen wir das einfach mal so hin. Der ist natürlich verkehrt. Und so ist er richtig. Und dann machen wir hier nochmal diese Stützen dahin. Hier gehen sie direkt zum Boden. So, wie sieht es hier aus? Ja, hier können wir das Dach noch überstehen lassen. Wie sieht es hier aus? Da könnte man auch so Stützen hinmachen an der Seite. Ja, aber da werde ich erstmal, wo bin ich jetzt gelandet hier? Oh, ich glaube, ich komme hier denn, genau, hier komme ich an. Oh, ein Hotelgast. Wo bist du? Habe ich denn eine... Ah, nee, wo ist das Inventar? I. Habe ich denn ein Schwert dabei? Ja, sogar ein eisiges. Ein eisernes Schwert. Wo habe ich dich denn gehört? Bist du oben in der Empfangshalle etwa? Nee.
Sind denn noch unbekannte Zimmer im Hotel? Keine Ahnung. Naja. Da ist das Ding. Da gucke ich jetzt mal, wie viel von den von dem normalen Holz ich noch habe. So ist das. Da läuft man jetzt immer vorbei an der Ecke, obwohl... Ah. So, wie viel von dem normalen Holz habe ich denn? Eichenholzbretter. Ja, da habe ich ja noch genug Eichenholztreppen. Genau, da können wir nämlich noch ein paar machen. Das müsste dann eigentlich auch reichen, oder? So, schlafen wir aber erstmal. Glaube ich. Na? Ja, die Sonne steht schon ziemlich niedrig. Nee. Gut, dann können wir ja noch, sagen wir mal, eine Ton im Ton mal testen, wie das ausschaut. Ja, so ist das okay. So kann man das machen. So kann man das machen. Na, da sind wir ja direkt bald fertig hier. So sieht das also aus. Das Hotel nimmt also auch Formen an. Tue ich vielleicht hier noch. Hier nochmal hin. So. Schon wieder abgetrieben. Halt. So, jetzt wird es natürlich kritisch. Jetzt wird es schon dunkel. Machen wir die noch da dran. Und den müssten wir eigentlich abkloppen da. Funktioniert sogar. Wir lassen uns vorbeitreiben und setzen ihn jetzt richtig an. Und jetzt geht's in die Haia. Oh, das ist aber schon sehr dunkel. Gut, also mal ganz schnell in die Haia jetzt. Fängt aber an zu regnen. Das ist ja fast wie draußen. Und da hat der Regen inzwischen da aufgehört. Rex, es regnet. Da jagt man keinen Hund vor die Tür. Ich jage dich auch nicht vor die Tür. Du darfst gerne hier bleiben. So, ein wirkliches Sauwetter draußen. Ah, das ging jetzt aber flott. Okay. Wisst ihr, wovor ich Angst habe hier? Vor einem Erdbeben. Und stelle sich mal vor, hier würde ein Erdbeben passieren. Und ich säße gerade hier mit meinen Gespielinnen und würde es mir im Pool gut gehen lassen. Dann fängt die Erde an zu beben, da fällt natürlich das Ding um. Da wird wahrscheinlich auch das Schwimmbad herunterstürzen. Vielleicht gibt es einige Bergrutsche. Das Felsenhuhn könnte davon fliegen hier, aber ich? So. Dann wollen wir mal jetzt mal da rangehen, so ein bisschen. Hotel-Innenausstattung, oder? Also, was brauchen wir denn da? Wir brauchen schwarze Wolle, wir haben blaue Wolle. Bräuchten noch etliche von denen,
Jo. Bisschen Wolle. Wolle haben wir eigentlich ordentlich, aber gefärbte haben wir noch nicht. Tintenfische. Wie wär's denn mal mit Tintenfischen? Oder baue ich hier weiter? Ne, Tintenfische passen. Ach, da tue ich erstmal das Holz all weg. Brauche ich ja alles nicht. Holz kann weg. Wenn ich auf Tintenfischjagd gehe. So, da brauchen wir ein Schwert. Das haben wir. Wir brauchen... Ja. Angel. Ich müsste mal einen Angelplatz bauen. Wäre auch eine Möglichkeit. Aber Angel ist ja wirklich sehr langweilig für Let's Play. Echt. Also jagen wir mal Tintenfische. Da kriegen wir dann schwarze... Nicht schwarze Wolle, sondern schwarze... Na, ihr wisst schon. Tinte, genau. So, mal schauen. Habe ich Pfeil und Bogen? Ja, haben wir auch. Können wir eigentlich die Tintenfische auch mit Pfeil und Bogen? Gleich mal testen. Ach, wie schön das Weizen hier steht. Das Getreide, wollte ich sagen. Haben wir denn überhaupt Tintenfische? Ich sehe keinen. Tintenfische. Tintenfische, komm zu Papi. Nein, komm zu Opa. Da hinten sieht's doch so aus wie Tintenfisch, oder? Genau. So, da wollen wir mal sehen. Kann ich die eigentlich mit... Funktioniert sogar. Das ist erstaunlich, dass man durchs Wasser durch schießen kann. Sehr erstaunlich, aber ich glaube, das ist nicht so effektiv wie hier mit dem Schwert. Denn die Tintenfische gehen ja relativ schnell kaputt. Man bekommt seine Erfahrungspunkte. Jo. Oh. Habe ich schon wieder 8. Ich glaube, ich sollte mal ein paar Schafe schwarz färben. Übrigens habe ich hier noch... Ah, hier wollte ich auch noch... Treppenstufen habe ich ja sogar mit. Ich werde verrückt. So, welch ein Zufall. So. Welch ein Zufall, ihr Schafe. Ich komme heute mal nicht mit einem Mittagsmahl. Mal gucken, ob da noch... Nee, da habe ich auch nichts drin. Sondern ich komme mit ein paar hübschen... farblichen Accessoires, ja. Euch wurden jetzt die Haare gefärbt. Wenn das bei den Frauen der Zunft oder bei den Männern, je nachdem wer, bist du rausgegangen, gekommen oder kommst du von draußen und willst hier rein? Können die jetzt übereinander klettern eventuell oder was? Ja, rein darfst du. Gerne. Du musst hier rüber, hier gehen, wie du eben das schon mal gemacht hast. Ja. Ah, ein Endermann. Den wollen wir doch mal ein bisschen ärgern. Endermann, wo bist du? Endermann?
Endermann. Ah, da ist er weg, der Endermann. So, jetzt gehen wir da rein und bleib da drin. Ja, da kannst du springen, so viel du willst. Du bleibst da schön drinnen, ja? Hast du verstanden? So, ich könnte euch noch ein bisschen... Da der Endermann sich von mir nicht ärgern lassen wollte, kann ich hier noch ein bisschen... bisschen Zeugs mitnehmen hier. Und die Schafe ein wenig. So, gleich mal 54 Samen auch gleich wieder ausbringen. So. Und Rex, seine Fußabdrücke sind immer noch da. Hier. Na. Müsste ich mal haken irgendwann. So, da tun wir mal hier den Rest von Schere. Doch, habe ich mit. Okay. Da war der doch wieder. Wo ist er denn, der Herr Endermann? Also gehört habe ich ihn. Endermann. Endermann, ich möchte gern wieder ein Enderauge haben. Oder eine Enderperle, besser gesagt. Aber wenn ich nicht weiß, wo du dich herumtreibst, wenn du mir aus dem Weg gehst, dann wird das nichts. Endermann. Ach Gott, stellt euch mal vor, da wäre wirklich so ein Erdbeben hier. Das würde ganz abbrechen. Die jetzt sich aufbauende Brücke natürlich auch, aber dieser Schwanenhals hier. Könnt ihr euch noch vorstellen, wie das im Rohzustand war hier? Ohne mein Gebäude. Sah richtig erbärmlich aus, fast. Tja, ich gehe erstmal ins Bett, glaube ich. Schafe kann ich nachher immer noch. Ich glaube, ich nehme das untere Bett dann mal. Ja, und hier hoch müsste man auch noch irgendwas machen. Also. Zum Beispiel. Ja, da brauche ich aber irrsinnige Mengen von Sandstein dann. Können erstmal so ein bisschen Sandstein hier abladen. So. Okay. Da auch nochmal so. Ja. Endermann ist nicht mehr zu sehen und zu hören. Also gehen wir mal kurz ins Bett und dann machen wir bei den Schafen kurz weiter. So, draußen regnet es im wirklichen Leben, nicht hier. Hier ist es alles trocken. Wunderbar. Nee, ich darf nicht mit dem Weizen in der Hand da rein, sonst gibt das ein Chaos, ein emotionales Chaos bei den Schafen. Aber ich kann natürlich die scheren. Ah, reparieren geht so auch. Braucht man also nicht an Werkbank. Ich habe es mir ja gedacht, weil man ja nur zwei
Sachen zusammenfügen muss, nämlich die beiden kaputten. So, jetzt haben wir mal wieder eine ganz neue Schere fast. Kommt, Freunde, hier kommt der Friseur-Opa. So, mal sehen, ob ihr euch jetzt wieder schwarz färbt. Müsstet ihr eigentlich, ne? Fresst doch mal was, dass ich das sehe da. Ja, ihr drei, einer von euch. Wäre blöd, wenn ihr wieder weiß würdet, aber ich glaube, dass... Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Achtung mal, habt ihr keinen Hunger? Ja, du nicht. Du bist ja weiß. Schon wieder eins draußen. Also im Multiplayer sollen die sich ja hier rausbacken können. Aber im Einzelplayer, im Solo-Spiel, ja, ihr bleibt schwarz, sehr schön. Das ist Genmanipulation, einfach schwarze Farbe. Irgendwo hinhalten ist scharf und Gentechnik. So, kleine Schäfchen schon mal wieder. Jawohl. Und vielleicht sollte ich doch mal das Gehege ein bisschen größer machen. Was haltet ihr davon? Hm? Ja, ihr lauft mir zwar hinterher, aber könnt keine Babys. Ja, da bleibt doch weg. Oh. Hier fliegen die Herzen vor der Nase rum hier. So, haben wir noch irgendwo einen? Ja, hier zwei noch. Habt ihr euch gefunden? Sehr gut. Das ist immer ein Stress hier. So, macht's gut, Schafe. Da ist ja auch noch eine Schere drin. Wunderbar. Aha. Komm mal her, du Idiot. Ist er jetzt? Komm, 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 komm. Bin ich so weit weg für dich? Oder sind die jetzt intelligenter geworden? Dass die nicht mehr ins Wasser springen. Ich habe keine Ahnung. So, wie spät haben wir's? Ah, ich glaube, wir spielen schon lang genug heute. Ich werde dann hier nach dieser Aufnahme, nach dieser Folge mal die Aufnahme wieder unterbrechen. Mal schauen, wo ist denn der Endermann jetzt? Ah, Schweine. Angeblich geben Schweine jetzt ein bisschen mehr Schinken als früher. So, wie viel war das jetzt? Zwei.
Ah ja, gut. Ist nicht die Welt. Zwei ist nicht die Welt. So, hier in diesem Wäldchen hatte ich das Holz geholt für die... Ja, und dann auch gleich wieder Setzlinge ausgebracht. Ah, da bist du jetzt, da unten. Da meinst du, vor mir sicher zu sein, ne? So. Und schon wieder blitzt es draußen. Da ist noch eine Kuh. Rindfleisch auch fein, ja. So, was haben wir hier in der Truhe? Genau, da sind noch die Eichenholzbretter, Äpfel, Eichensetzlinge, Eichenholz, alles das, was ich hier abgekloppt hatte, als ich offline für die Schilder gearbeitet habe. Ich glaube, wir nehmen das mal mit und tun es bei uns oben hin. Die Truhe lassen wir mal hier. Vielleicht versteckt da irgendeiner noch mal was da drin. Ich werde das nicht tun. So, wo ist denn jetzt der Enderman? Ich sehe ihn nicht. Rüber. Wunderbar. Tür. Okay. Ja, was haben wir heute geschafft? Wir haben so ein bisschen am Hotel gemacht. Wirklich nur ein bisschen. Wir haben Wolle geholt. Wollen dann demnächst mit der Wolle 16 schwarze, 38 weiße, das hört sich schon mal gut an. Da werden wir am Hotel Fußboden ein bisschen was machen. Die Empfangshalle ist angesagt. Holz haben wir jetzt auch reichlich. So, dann was zu essen. Da haben wir jetzt wieder ein paar Äpfel dazu bekommen. Ein bisschen Schweinefleisch und Rindfleisch. Eier hatten wir hier oben drin. Genau. So. Und dann. Was noch? Steinchen weg. Was ist denn das? Fisch. Ich dachte, es war Bonbon. Nee, Fisch. Okay. Fackeln. Und Werkzeug. Jetzt werden wir erstmal was essen. Nicht, dass wir noch kurz vor Torusschluss hier vom Fleisch fallen. So, Steine. Okay. Ja, dann würde ich doch mal sagen, wo steht die Sonne? Noch ein bisschen zu hoch zum Schlafen. Also kann ich mir noch mal hier kurz dieses Gebäude anschauen. Megaraptor 2000 Maximized Vision. Herzlichen Dank für das Abo, General Anal und ID3 Structori. Ja. Maroc Boy, Boider Jumper. Und SMS 1015. Patilaiti. Herzlichen Dank alle. Pascal auch. Miss El Paki.
MS El Paqui könnte eine Miss sein oder ein Motorschiff, das weiß ich jetzt nicht. N. Katzensteiner, so, Katzensteiner, da fällt mir ein. Einen Hund haben wir, aber noch keine Katzen. Nur als Abonnenten. Aber ich möchte gerne auch mal vielleicht ein paar katzige Haustiere haben. Würde mir sehr gefallen. Na gut, das kriegen wir auch irgendwann nochmal hin. Bis dann, Ende der Aufnahmesession für heute. Adieu und macht's gut.